Hi, ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Ich bin mit meiner Family, mit meinem Sohnemann, meiner Freundin in Deutschland unterwegs. Wir besuchen ein paar mir unbekannte kleinere Gewässer. Teilweise haben wir Tipps bekommen, teilweise haben wir es uns bei Google Maps rausgesucht und probiert, die Eigentümer zu kontaktieren, ob wir dran angeln dürfen. An manchen durften wir nicht. Und an manchen kleinen geheimnisvollen Seen hier in der Heimat dürfen wir unsere Köder baden. Den ersten Teil, wie es hier losging, verlinke ich euch hier oben. So, und jetzt am späten Mittag läuft die Rute hier richtig ab. Wir konnten schon ein paar coole Fische fangen und versuchen jetzt hier noch einen dicken abzuholen. Und der Fisch steht richtig gut drin. Er ist ja auch losgerannt wie nix. Auf der rechten Rute habe ich Partikel drauf, auf der linken Rute Boilies, Einzelköder, Single Hook Baits. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis diese Rute hier ins Laufen gekommen ist, denn an dem Gewässer, wo wir uns gerade befinden, wird so gut wie gar nicht geangelt. Wir müssen jetzt erstmal selber herausfinden, was hier für ein Fischbestand da ist. Und wenn nicht geangelt wird, kennen die Karpfen natürlich keine Boilies. Und deswegen muss man das dann hier ein bisschen vorbereiten. Aber alle diejenigen, die den ersten Teil unserer Ankunft hier gesehen haben, wissen ja, was wir gemacht haben. Und die anderen sollten das Video sich jetzt nochmal reinziehen, bevor es jetzt hier weitergeht. So, ich bin mal gespannt. Der Fisch steht richtig schwer, was wir jetzt hier am Band haben. Wir gehen mal rüber jetzt hier. Auf jeden Fall kein kleiner, glaube ich nicht. Bei den kleinen Karpfen merkt er richtig, wie die immer so in der Rute drin rumjuckeln. Und der schwimmt richtig schön schwer und ist losgerannt wie die Feuerwehr. Da drüben zieht er seine Kreise. Ist jetzt einmal durch den ganzen See hier geschwommen. Und bisher haben wir das Boot so gut wie gar nicht gebraucht. Einmal diesen Fisch hier drüben ins Schilf reingeschossen, haben wir das Boot benutzt, ansonsten Ruten ohne Boot ausgelegt, ohne Boot die Fische gedrillt, also Karpfenangeln ohne Schnickschnack ist angesagt. So, jetzt geht er hier hinter in die Ecke, da hatte ich am ersten Abend schon ein bisschen Action, da kriege ich ihn aber raus. Weil da hinten in der Ecke sind irgendwelche Hindernisse, das habe ich schon gemerkt. Jetzt zieht er hier ins Schilf. Uiuiuiui. Gucken, ob wir ihn da wegkriegen. Wundert euch nicht, hier unten die Baustelle von meinem Sohn. Und hier ist von meinem Sohn der Futterplatz. Hier hat er schon Mais vorbereitet. Wir werden heute Abend wieder gemeinsam losziehen. Aber jetzt macht er gerade mal Mittagspause. So, da kommt er langsam. Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wir haben bisher gefangen richtig lange Schuppis, einen großen Graser, einen kleinen Spiegler. Und ich glaube, das könnte jetzt ein größerer Spiegler sein, so wie es aussieht. Der Plan geht auf, ja. Wir haben eine Rute umgesetzt, also am ersten Tag, wie wir angekommen sind, habe ich schon im hinteren Seebereich einfach mit Futter gebracht, ein paar Scorbata Boilies und aber noch nicht drauf geangelt und jetzt erst heute Mittag diesen Platz, an diesem Platz eine Rute ausgelegt. Ja, das ist ein schöner Spiegler, richtig schöner Spiegler. Partikel waren gleich voll im Rennen hier. Und jetzt sind sie, glaube ich, auf den Geschmack gekommen von den Boilies. Und jetzt geht's los hier. Gibst du mir bitte den Kescher hinten? Schöner Spiegler. Ein richtig starker Spiegler. Danke, Baby. Ein richtig starker Spiegler. Cool. Ja? Soll ich
Du kannst mir helfen beim Keschern. Wir haben einen ganz schön großen Spiegelkarpfen dran. Da musst du aber hier ein Stück ins Wasser kommen. Der kämpft ganz schön stark hier vorne. Uiuiuiui. Mama, ich will das Netz halten. Darfst du doch. Komm, nimm es in die Hand. Komm ein Stück ins Wasser rein. Halt's mal so fest. Das ist ein ganz schön großer Spiegler. So einen großen Spiegler hatten wir hier noch nicht. Stimmt auf keinen Fall. Was? Stimmt nicht. Naja, die anderen Fische waren auch schon ganz schön groß, aber der ist ganz schön groß jetzt. Der größte Spiegler, den wir jetzt hier fangen konnten. Warte, ich nehme den Kescher jetzt in die Hand. Guck mal, wie der rumtobt hier, der Fisch. Wie groß ist der? Das werden wir gleich sehen, wenn wir ihn im Kescher haben. Ich sehe ihn aber noch nicht. Papa sieht ihn auch noch nicht, aber er hat nur den mal kurz mit dem Rücken draußen gesehen. Ui, ein richtiges Brett, ein richtiges Brett, ein richtig großer Spiegler. Richtig großer Spiegler, deswegen sind wir da. Den wollten wir haben. Den wollten wir haben. Das ist einer der alten Fische hier, vermute ich. Jetzt müssen wir nur noch sicher ins Netz bekommen. Ein richtig großer Spiegler. Alter Vater, da geht die Pumpe. Jetzt darf nichts schief gehen, jetzt darf echt nichts schief gehen. Jetzt darf nichts schief gehen, ich hab ihn. Alter Vater, schaut mal hier rein in das Netz. Das ist ein Fisch von weit über 20 Kilo. 20 Kilo! Wahnsinn! 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 Wahnsinnsbrett. Deswegen sind wir hier, habe ich aber niemals erwartet. Hier seht ihr einen bisher unbekannten Fisch aus Deutschland in der 25 Kilo Klasse. Absoluter Büffel. Wahnsinn, schaut euch dieses Brett an. Mein Sohnemann hat vorhin zu mir gesagt, Mensch Papa, der ist ja riesig. Und da hat er recht. Guck dir mal den großen Fisch hier an, Tilly. Was für ein mega alter, grauer, schwerer Spiegelkarpfen. Ich bin wirklich geblättet. Vor allen Dingen, wenn man damit nicht rechnet, ne? An einem neuen, unbekannten Gewässer. Ich mache mir jetzt schnell einen kalten Eistee, mega lecker jetzt hier im Sommer. Und wenn ihr nicht genau wisst, welche Geschmacksrichtung für euch die richtige ist, Holy hat hier ein richtiges Taster-Pack. Da sind 7 verschiedene Eisteesorten drin. Ohne Zucker, ohne Kalorien, mega lecker jetzt im Sommer. Alles, was ihr für euren Eistee braucht, eine Flasche Wasser, am besten eiskalt aus der Gefriertruhe. Sucht euch einen Eistee raus. Ich nehme jetzt mal hier den Pfirsicheistee in euren Shaker rein, mit einem halben Liter Wasser aufgießen, richtig durchshaken. Da habt ihr eine richtig fette Erfrischung nach dem Fang von fetten Fischen. Mega lecker. Schaut mal in der Videobeschreibung und probiert es selbst aus. Die Holy Eistees. Jetzt im Sommer eine mega Sache. Eiskalt genießen. Kann es immer noch nicht richtig glauben. Ging ja schon gut los. Na los, komm, wir müssen jetzt wieder die Fische füttern. Es ging ja echt schon gut los hier am kleinen, unbekannten See. Der Besitzer des Sees hatte mir ja schon gesagt, es müssen hier große, uralte Karpfen drin sein. Aber ihr wisst ja selbst, ne, es wird immer so viel erzählt. Und dann kam mal dieser riesige, graue Spiegelkarpfen an einem ganz versteckten Platz hier. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Wir laufen hier die Ruten raus, also laufen die Ruten in den Angelplatz. Hier vorne ist so ein Seerosenfeld, ein relativ großes, aber da wollte ich nicht ablegen, weil Seerosenfelder immer Fischmagnete sind, aber halt natürlich auch viele kleine Fische darum buseln. Und jetzt anschließend kommt hier so ein Schilfgürtel. Den Baum habe ich mir als Orientierung genommen.
genau hinter dem Schilfgürtel auf Höhe des Baums liegt die Rute. Hier werfen wir jetzt ein bisschen Futter rein. Dann werden wir hier die Rute drüber schlenzen und dann mit der Rute einfach zurück zu unserem Angelplatz laufen und dort alles auf Spannung bringen. Jetzt nehmen wir auch ein paar raus. Super. Das Schilf drüber halten, dass wir schön drüber kommen, zurück zu unserem Angelplatz. Petri heil! Petri dank! Ohne Schnickschnack, ohne irgendwelches Heckmeck. Einfaches Karpfenangeln und dabei dicke Fische fangen. Das macht mega Spaß, oder? Was sagst du? Schöner See! Schöner See, genau. Die Falle ist scharf. Mit der zweiten Rute werde ich wieder an den gegenüberliegenden Schilfgürtel gehen und da weiterhin der Tigernuss mit dem Pop-up Fake Maiskorn, was der Nuss einen leichten Auftrieb verleiht und einen mega optischen Reiz für die Fische hat. Hier drüben bleibt mal Partikeln treu und hier hinten den Skorbutterboilies, die den ersten richtig fetten, krassen Fisch jetzt hier im See gebracht haben. Weiter geht's. Es geht so weiter, wie es angefangen oder beziehungsweise aufgehört hat. Wir beginnen den zweiten Abend. Da läuft direkt hier die Route wieder mit den Boilies ab. Der Fisch jetzt aber fühlt sich komplett anders an als der große Spiegler heute Mittag. Man merkt jetzt so ein paar Kopfstöße. Ich vermute mal, dass er kleiner ist. Aber man kann ja nicht permanent so riesen Fische fangen. Ja. Na, jetzt steht er schon schwer drin, der Fisch. Wieder doch wieder schwer drin. Bin mal gespannt, bin echt mal gespannt. Dankeschön. Wir wollen immer in die Ecken da rein. Wirklich verrückt, ne? So ein kleines Gewässer und so ein Riesenabenteuer und so tolle Fänge, so tolle Erlebnisse mit der Family hier direkt bei uns in der Heimat. War früher an vielen großen französischen Stauseen auf der Jagd nach Riesenkarpen. Es geht gar nicht immer um die Riesenfische. Es geht um das Abenteuer und um den Fang. Mir ist dabei ganz egal, ob der riesig groß ist oder eine tolle Story dahinter ist, ich habe ja viel am Fluss auch geangelt und Flussangeln war immer Hardcore. Uiuiuiui. Was? Schöner, runder Schuppi nach dem Riesenspiegel dahin. Aber auch ein toller Fisch. Kommt er in die Nähe, mal gucken, ob man jetzt mal abfächern kann oder ob der wieder hier im Uferbereich macht, was er will. Kampfkraft ist wirklich Wahnsinn bei den Fischen. Kampfkraft bei den Fischen ist wirklich der Wahnsinn. Mal gucken, ob ich ihn überrumpeln kann irgendwie. Immer gefährlich jetzt der Nahbereich, je nachdem wie der Haken hängt. So, komm rein.
Sind wir nochmal rausgeschlüpft. Na komm. Zack. Hui. Der zweite Abend bringt uns richtig starke Fische. Ja, so klein ist er gar nicht. Schöner, runder Schuppi. Leute, den zweiten Abend hier unserer Tour am neuen, unbekannten, kleinen Baggersee ein. Cool. Der Nachfolger vom gewichtigen, uralten, silbergrauen Spiegler. Toller Fisch. Petri Heil. Warp, warp. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Unglaublich, eben erst die Rute wieder rübergelaufen. Ui, der ist nicht schlecht, der Fisch. Der ist nicht schlecht. Jetzt sind sie auf den Geschmack gekommen von den Bait Lounge Boilies. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr einen Rabattcode. Stefan-Karpfen, da bekommt ihr 10% auf das ganze Sortiment. Gute Köder, richtig gute Köder. Seht ihr ja, was hier los ist. Steht richtig gut schwer drin, der Fisch. Ich glaube, das könnte wieder was Dickes sein. Wirklich brutal. Am Anfang sind die Partikel so durchgestartet und nach einer Eingewöhnungszeit mit den Boilies ging es dann los, kam es auf den Geschmack. Ich muss hier rüber gehen, der schießt mir in die andere Rute richtig schnell rein. Die nicht einsammeln jetzt. Ist er drüber? Er ist drüber geschwommen. Okay, da rufe ich die Kescher mitnehmen. An die Baustelle von meinem Sohnemann runtergehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ey, ein schöner Schuppi. Wieder ein schöner Schuppmann. Wenn sie mal auf den Geschmack von den Boilies gekommen sind, dann ist kein Halten mehr, glaube ich. Uiuiuiui. Aber die kurzen Explorer machen da wirklich richtig Spaß. Ne? Wir müssen hier keine weiten Entfernungen werfen. Ui. Der war gefährlich, der Kopfstart eben. Im Bereich zeigen sie mal richtig gute Kunden. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Na komm. Ein Sauger in der Unterlippe. Komm rein, auf, komm, auf, komm. Oh ja. Yeah. Das ist ein starker Schuppi. Das ist ein richtiges Brett. Der größte Schuppi, den wir bis jetzt hatten. Schaut mal hier rein. Richtiger Büffel. Einzelner Boilie, das System perfekt hier an der Unterlippe gehakt, zack,
wie genau dieses System funktioniert und easygoing zusammengebaut wird, das zeige ich euch morgen mal in aller Ruhe. Fängt sicher. Unverhofft kommt oft der nächste Fisch, ein starker 16 Kilo Karpfen. Starker Schuppi, oder? Schaut euch mal diesen Bollermann an. Jetzt hier in der Abenddämmerung am kleinen, unbekannten, zum Glück geheimen Flachlandsee. Was für Fische. Wahnsinn. Wahnsinn. Stark. Mega. Mua. Petri heil. Richtig starkes Unwetter draußen. Geht richtig gut ab. Erst kamen die Blitze, dann kam der Donner, dann kam Gewitter und jetzt ist der Regen da und der Sturm. Rasend schnell ging das, rasend schnell. Spätestens morgen früh, allerspätestens sehen wir uns wieder. Bis zum Biss. Guten Morgen, ja, eine regenreiche, stürmische Gewitternacht liegt hinter uns. Jetzt im Morgen tut es immer noch leicht nieseln. Ich werde den Plan jetzt noch mal ändern. Eine Nacht bleibt uns jetzt hier noch. Morgen geht es weiter ans nächste Gewässer. Ich werde jetzt das Fake-Maiskorn und die Tigernuss entfernen, also die Partikel mal weglassen, weil auf der Partikelrute jetzt wirklich nur noch kleinere Fische kamen. Oder halt Weißfische, ja. Und der Platz hinten am Schilf, wo wir mehr auf Boilies gesetzt haben, hat die größeren Fische gebracht. Ich werde jetzt beide Routen mit Single Hookbaits, also mit Einzelboilies angeln, auch nur noch Boilies füttern. Und die zweite Route jetzt mal in die Seemitte packen. Nur eine Handvoll Boilies drum schüren. Vielleicht ziehen die großen Fische doch nicht so kantennah wie vermutet. Also so ufernah am Schilfgürtel entlang und habe eine Chance, wenn ich jetzt einen Platz wähle, der eigentlich nicht so typisch ist, fernab von dem ganzen Trubel hier am Schilfgürtel noch so einen dicken ans Band zu bekommen. Ja. Das wäre ja der Wahnsinn. Kein kleiner Fisch. Im Regen kommt der nächste Einschlag. Und der ist nicht klein. Steht schön schwer wieder drin, der Fisch. Mein Sohnemann, meine Freundin mupfeln noch oben im Dachzelt. Die Rute eben wieder rübergelaufen. Eine Stunde später geht's an. Schwerer Fisch, richtig schwerer Fisch. Schwimmt ganz schwer. Vielleicht noch so ein Urian, so ein alter, unbekannter Urkarpfen hier. Schwimmt richtig schwer, war noch kein einziges Mal oben. So, da kommt er langsam jetzt hier in Ufernähe. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen wegen der anderen Route. Ich habe die umgelegt.
Uiuiuiui. Großer Spiegler wieder. Richtig großer Spiegler. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Was ist hier los? Was ist hier los? Ui, ja. Richtiger Büffel. Ein richtiger Büffel. Richtig großer Spiegler. Was für ein Büffel. So, komm her. Richtiger Büffel. Ein richtiger Büffel. Will noch nicht. Er will noch nicht ins Netz. Richtiger Büffel. Eieiei, guckt euch mal dieses Maul an. So, komm, jetzt muss alles klappen. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Büffel. Na komm. Komm jetzt. Nicht mehr. Bloß nicht ausschlitzen jetzt. Knapp vom Kescher. Komm, 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 komm. Gleich hammer dich. Gleich hammer dich, jawohl. Jawohl, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Guck mal hier rein. Wieder so eine Bombe. Alter, schaut euch mal diesen Büffel an. Schaut euch mal diesen Fisch an. Schwanzflosse. Unglaublich. Unglaubliches Brett. Hängt ganz perfekt hier vorne. Wahnsinn. Sinn. Noch so ein großer Spiegler. Schnelle Regenpause nutzen. Schaut euch mal diesen Spieglerbüffel an. Der zweite starke Spiegler jetzt hier vom See. Mega, mega Fische. Alte Fische. Stark gekämpft, der Gute. Wahnsinn. Toller Fisch. Richtig toller Fisch. Alter Falter, was bitte ist hier los an diesem kleinen, unbekannten Flachlandsee mitten jetzt im Wetterwechsel? Rudeler keine Stunde, fup, und der nächste richtig starke Spiegler. Gestern Mittag der Riesenspiegler, der graue Silberrücken, so habe ich mir überlegt, werde ich ihn taufen. Dann ein paar Schuppis, zum Abend hin der Mega-Schuppi und jetzt nach dem Gewitter, nach der Gewitternacht, mitten im Unwetter, der nächste starke Spiegler. Wahnsinn,
Aber genau das zeigt wieder, so kleine, unbekannte, unscheinbare Gewässer können oft richtig starke Fische beherbergen. Absolut nicht damit gerechnet. Ein Abenteuer liegt dann immer in der Luft, wenn man was Neues macht. Jeder Fisch ist erstmal was Besonderes. Aber solche Perlen hier, solche tollen Karpfen hier fangen zu dürfen, das ist schon absoluter Wahnsinn. Der nächste Biss, es hört nicht auf zu regnen heute. Unglaublich. Die rechte Rute, die wir vom Schilfgürtel jetzt weggenommen haben, mehr in die Seemitte geworfen haben, ist ja komplett ruhig, aber das stört mich nicht. Vielleicht da, wo Ruhe ist, kommt noch mal so ein Dicker. Aber beschweren können wir uns ja echt absolut nicht. Ja. Bin mal gespannt, was da jetzt Sache ist. Kleiner Karpfen hier. Den großen Spiegler kommt ein kleiner Schuppi. Der ist süß, gell? Mhm. Ja. Schöner kleiner Schuppmann. Auch die Jungs machen mega Spaß. Und werden irgendwann auch mal richtig groß. Petri Heil, weiter geht die wilde Fahrt. So, ich werde jetzt mal schnell lecker frühstücken. Beifood Banane klingt nicht nur happy, macht auch happy. Ich habe mir jetzt noch ein paar neue der Erfolgsvorfächer gebaut, mit denen wir jetzt hier alle Fische fangen konnten, egal ob mit einzelnen Boilies oder mit den Tigernüssen mit dem Fake-Maiskorn drauf, und will euch jetzt mal kurz zeigen, was ich hier gemacht habe, was zum Einsatz kommt, damit ihr es zu Hause ganz easy going nachbauen könnt. Das ist das System, habt ihr jetzt gesehen, hat alle Karpfen zuverlässig gehakt, aber auch die Weißfische wurden zuverlässig gehakt. Das Haar ist angelegt mit einem kleinen Ring, der auf dem Hakenschenkel rutscht. Das ist eine ganz aggressive Hakenform. Ja, und zum Einsatz kommt hier ein 35 Lips Vorfach. Das ist ummantelt. Ich habe hier bei meinem Vorfach die Ummantelung auf circa so einer Höhe entfernt, zurückgeschoben. Der vordere Bereich ist weich, der hintere ist durch die Ummantelung immer noch sehr steif. Als Haken kommt der White Gable Long Shank in der Größe 5 zum Einsatz. Der hat eine ganz tolle Form, hakt perfekt im Maul der Karpfen. Hier seht ihr die Ringe, die ich verwende, die ich einfach auf den Hakenschenkel drauf schiebe. Mein Vorfach wird einfach am Ring angeknotet und läuft dann so ganz perfekt auf dem Schenkel. Der Ring hört knapp unter dem Widerhaken, bevor die Biegung der Hakenspitze beginnt auf, also da wird er gestoppt durch den Knoten. Und im unteren Bereich, um den Knoten abzuschließen, habe ich hier so einen Flipper drauf geschoben. Das ist so ein kurzes Stück Gummischlauch, was nach innen gebogen ist, damit ein perfekter Selbsthakmoment entsteht, wenn der Karpfen den Boilie oder auch den Partikelköder einsaugt. Könnt ihr immer ganz toll dann testen, wenn er so über euren Finger zieht, wie sich der Haken dann dreht und im Maul fasst. Einfach, effektiv und fängt sehr zuverlässig. Probiert es einfach mal aus. So, und jetzt hoffen wir, dass der Regen ein Ende hat. Die Sonne kommt wieder ein bisschen durch die Wolken durch. Der Fischerei hat es keinen Abbruch gegeben. Aber die letzten Stunden jetzt am neuen See zusammen mit meiner Family am unbekannten Gewässer für mich sind jetzt am Laufen. Morgen früh werden wir weiterziehen zu einem neuen See. Wir wollen was Neues uns angucken, was Neues testen. Bin gespannt, wie die Abendstunden jetzt laufen, ob wir noch einen dicken ans Band bekommen. Aber ich bin jetzt schon mega, mega happy, wie das gelaufen ist. Mein Sohnemann war ganz fasziniert von den großen Fischen. Der war kaum zu bremsen. Am Schilfgürtel, wie er selber die Boilies da übers Schilf werfen konnte, hat schon richtig Spaß gemacht und war richtig erfolgreich. Wir wurden mit richtig, richtig gewichtigen Fischen bisher belohnt. Bin gespannt, wie die Sache hier ausgeht. Ihr seid dabei. Ich werde jetzt nochmal die Routen nachsetzen, nochmal im Schilfgürtel ein bisschen Futter bringen. Ja, Daumen drücken. Bis zum Biss.
hast es natürlich wieder am besten. Ne? Genau, so sieht's aus. Die Ruten sitzen wieder nach bestem Wissen und Gewissen genau am Schilfgürtel. Da vorne geparkt, eine ziemlich nah dran, eine ein bisschen weiter draußen. Bin gespannt. Hier unsere rechte Rute, die wir umgesetzt haben vom anderen Ufer da raus, ist bisher komplett ruhig. Gar nichts passiert, habe ich aber ordentlich nochmal Scobutter-Boilies draufgeschüttet. Keine Partikel mehr, in der Hoffnung noch auf einen weiteren dicken Fisch. Und die linke Rute drüben liegt auf dem gleichen Spot. Der letzte Abend, morgen früh geht es weiter an das nächste Gewässer. Bin mal gespannt, ob wir hier noch eine Chance bekommen auf so einen uralten Karpfen. Der Regen ist vorüber. Mal gucken, wie dieser Abend wird, ob das Gewitter vorbei ist oder ob es noch mal was durchzieht. Der Himmel ist immer noch ganz schön bewölkt. Schauen wir mal. Ist wirklich spannend. Selbst in der Heimat kann man mega Abenteuer und mega Fische fangen. Man muss sich nur auf die Suche begeben. Fisch, Fisch, Fisch! Boah, ist der reingegangen. Boah, ist der reingelaufen. Aus dem Nichts, voll durchmarschiert. Wahnsinn, wie der Fisch abgeht. Jetzt kommt er hier rüber in den anderen Seebereich. Mein Sohnemann eskaliert gerade ein bisschen im Bus. Das gehört halt dazu. Wenn man den ganzen Tag an der frischen Luft ist. Aber das kennt, glaube ich, jeder, der Kinder hat. Ne? So, hier vorne kommt er. Ui, ein schöner Schuppi. Ein schöner Schuppi. Ein richtig schöner Schuppi. Ui, ui, ui. Wahnsinnsfische hier. Wahnsinnsfische hier. Wahnsinnsfische hier. Na komm. Richtiger großer Schuppi. Da ist er. Komm, komm, komm. Abgesackt, jawohl. Ein Mega-Schuppmann, ein Mega-Schuppmann. Schaut mal hier rein. Guck mal, Tilly, was ein großer Schuppenkarpfen jetzt am letzten Abend hier. Hä? Ja. Hast du Angst? Der macht ganz schön Spritzen. Ja, der spritzt ganz schön. Was ein Büffel. Was ein Büffel. Schaut euch mal diese Perle hier an. Schaut euch mal diese Perle hier an. Der graue Bauch. Der dunkle Rücken, was ein starker Schuppi. Jetzt zum Abschluss hier. Wo soll das hier noch hinführen? Wahnsinn. Wahnsinn. Tilly, was sagst du dazu? Großer Karpfen? Mega. Mega, genau so sehen wir das auch. Mega. Der letzte Abend hier bricht herein. Ich habe jetzt noch mal am Schilf hier ein paar Hände drüber geworfen, Ruten liegen lassen. Seit heute am späten Nachmittag ist nichts mehr passiert nach dem wunderschönen Schuppi da. Aber ist auch gar nicht schlimm. Die rechte Rute, die wir jetzt anders platziert haben, immer noch ohne Biss. Also selbst an so kleinen Gewässern sieht man da, kann man auch komplett falsch angeln mal. Ne? Oder was heißt komplett falsch angeln, aber kann der Köder auch an einem Platz liegen, wo erstmal nichts passiert. Wir haben ja noch eine Nacht Zeit, vielleicht kriegt man dort auch noch einen Abnehmer. Aber die linke Rute hier vorne an dem Schilfgürtel, wo wir unsere Rute einfach drüber geschnalzt haben und dann am Ufer hier zurückgeleitet haben, das ist der Fischbringer. Partikel komplett jetzt weggelassen. Am Anfang zum Start an so einem neuen unbekannten Gewässer sind Partikel der absolute Bringer, weil er kriegt da als schnellstes Fischaktion. Es kam ja auch gleich zum Start zwei richtig lange alte Schuppenkarpfen, so richtige Wildkarpfen. Und dann kam aber auch Brasen, kleinere Karpfen, wie ich dann den Futterplatz aktiviert habe, also aufrechterhalten habe durch die Partikel. Ja, und jetzt rein auf Boilies gesetzt. Kamen natürlich auch kleine Fische, aber halt auch
richtige Ausnahmekeulen hier an diesem kleinen Gewässer. Letzter Abend versöhnt uns nochmal mit einem Fisch in der Dämmerungsphase. Wahnsinn. Richtig gut durchgefeuert. Ich war eben ja noch mit euch vorhin am Schilfgürtel vorne, habe nochmal ein bisschen Futter drüber geschmissen, habe euch nochmal den Platz erklärt, ein bisschen was gezeigt. Und jetzt kurz vor der Dunkelheit geht noch mal einer an. Der beste Abschluss, den man sich wünschen kann. Und das Verrückte ist, die rechte Rute komplett tot. Weil manche immer behaupten, ja, in so einem kleineren See, ja, da wirfst du halt irgendeine Rute rein, geht nur vorwärts. Musste auch genau die Plätze finden, wo die Fische langkommen. Im Futter richtig arbeiten. Und dann geht's los, ja. Echt verrückt, wirklich Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Eben. Jetzt glaube ich, meine Freundin hat es auf der Kamera drauf. Da war eben ein kleiner Wels. Oder ich vermute mal, es war ein Wels, vielleicht auch ein anderer Raubfisch, aber ich glaube, es war ein Wels an der Oberfläche. Und ihr seht ja überall hier die Futterfische hochkommen, die kleinen Rotaugen. Boom, hat es reingeraubt. Ist doch Wahnsinn, oder? Wie das Wasser jetzt hier. Die Oberfläche lebt, überall kleine Fische hochkommen. Nach dem Unwetter, was wir gestern Nacht hatten, jetzt ist er komplett windstill. Gestern waren noch Wellen drauf. Merkt man richtig. Wasserumwälzung, Sauerstoff, der neu reingekommen ist. Was hier plötzlich los ist, ja. So, wir gehen mal ein Stück rüber. Kommt er hier langsam hoch hier vorne. Schöner Schuppi. Schöner Schuppi. Vielleicht unser Abschlussfisch. Schöner Schuppen. Na komm, komm rein. Komm, noch ein kleines Stück. Und da ist er drinne. Wahnsinn, Wahnsinn. Alter Vater, was ein mega Schuppmann jetzt nochmal hier in der Abenddämmerung. An unserem letzten Abend hier. Schaut euch mal diesen Bollermann an. Wie er die Rückenflosse stellt. Ganz toller Fisch. Ganz toller Fisch. Petri Heil. Sucht euch kleine versteckte Seen und probiert euer Glück. Sowas kann dabei rauskommen. Wer ist der beste Angler der Welt? Wir zwei sind die besten Angler der Welt, das stimmt. Komm, Chaka, check it. Hey. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir sind schon fleißig am Packen. Das ganze Material muss jetzt wieder mit Kind und Kegel in den Bulli rein. Ja, heute Nacht ist es sehr ruhig verlaufen. Gestern in der Dämmerungsphase, kurz vor 22 Uhr der letzte Fisch. Und dann war kompletter Totentanz bis in den Morgen hinein. Die rechte Rute drüben am Schilfgürtel 24 Stunden tot. Die linke auf der anderen Seeseite am Schilfgürtel hat permanent geliefert. Wirklich sagenhafte Fische hier gebracht. Warum rechts nichts kam, ich weiß es nicht. Das wird das Geheimnis vom kleinen, geheimnisvollen Flachlandsee hier bleiben. Es war auf jeden Fall eine Wahnsinnsfischerei mit richtig starken Fischen, die ich wahrscheinlich so gar nicht hier in so einem kleinen Baggersee vermutet habe. Aber ein alter See, ein alter Fischbestand. Auf diesem Wege nochmal herzlichen Dank an Thorsten und seine Family, die mir das ermöglicht haben, hier angeln zu dürfen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, denn auch das Raubfischangeln hier an dem See könnte sehr, sehr spannend werden. Denn Thorsten hat mir auch erzählt, Mensch, mein Vater hat damals hier schon große Hechte gefangen. Er hat Zander am Ufer mit der Kopflampe beobachtet. Aber mit Family und bei dem Karpfenwahnsinn kann man natürlich nicht alles machen. Wir kommen bestimmt mal wieder auf diesem Weg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir ziehen jetzt weiter zum nächsten See und was dort passiert, seht ihr im nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, und haltet die Augen offen nach so kleinen, versteckten, unbekannten, unberührten Seen. Da können einige Überraschungen drin herumschwimmen. Wollen wir losfahren? Mhm. Abfahrt. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.